Welche Fertigmilch gibt es und welche sollte ich für mein Baby wählen? Ja, also im Handel gibt es ja verschiedene Fertigmilchprodukte. Die haben alle einen Zusatz auf der Packung, entweder Prä, 1, 2 oder 3. Und vom Lebensmittelgesetz ist das eben vorgeschrieben, wie die jeweils zusammengesetzt sein sollen von den Nährstoffen her. Bei der Prämilch ist es so, die ist ja der Muttermilch am meisten angeglichen und kann im Grunde das ganze erste Lebensjahr nach Bedarf gefüttert werden. Also wenn das Baby Hunger hat und eine Milchmahlzeit ansteht, ist das bei Prämilch kein Problem. Im Gegensatz zu den Einser- und Zweiermilchen, die müssen ganz genau nach Plan gefüttert werden, also nicht mehr nach Bedarf, damit das Kind nicht übergewichtig wird, weil die Zusammensetzung, also die Inhaltsstoffe eben dann einfach anders sind. Was man auf keinen Fall dem Kind geben sollte, ist selbstgekochte Milch. Omas das vielleicht noch empfehlen oder man das irgendwo liest, auch keine Soja- oder Mandelmilch oder sogenannte alternative Säuglingsmilchen, weil die von der Nährstoffzusammensetzung wirklich nicht ausreichend sind.